Leute, es geht heute weiter mit dem nächsten Spiel. Es ist der Gegner Darmstadt 98. Wir haben so mit einem Unentschieden, also mit einem 2:2 gegen Ingolstadt, in die Saison gestartet. Und ja, also geht's auf jeden Fall weiter. Und danach der nächste Gegner wird übrigens KSC sein. Dann heißt es schon erste Pokalrunde. So, ich gucke mal gerade den Scout-Bericht. Wir haben ja tatsächlich einige Talente. Ich würde ja gerne nochmal, also ich habe ja schon mal vor der Saison. Ach, wir haben ja bestimmt noch mal. Guck mal. Scout-Bericht. Ja, der wird halt nicht bleiben. Der wechselt halt nicht, ne? Das ist das Problem. Ich kann ihn nach der Saison als. Ich werde gucken, dass ich ihn zur Winterpause nochmal als. Vorvertrag. Obwohl, Vorvertrag, ja, könnte mal gucken. Der halt auf, Lukas Hinterseer. Ich will halt gerne nochmal einen Stürmer verpflichten. Das ist halt. Der ist schon weg, ne? Der Spieler, den ich da so gerade gesehen habe. Kontaktieren. Ich werde ihn jetzt versuchen zu verpflichten. Um halt meine Position. Dann habe ich, glaube ich, aber alles zu an Position. Sporadisch. Akzeptieren, okay. 5 Jahre. Freigabe soll man auf jeden Fall übergehen. Gegenangebot, ich nehme mal den Bonus raus. Du hast einen mega Gehaltsbonus, vergiss es, ey. Einstiegsbonus brauchen wir nicht. Dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber. Du wirst wahrscheinlich nicht kommen. Ja, ja, geh weg, alles gut. Dann halt nicht. So. Ich müsste halt tatsächlich nochmal geben. Ich denke mal drüber nach. So, gut, gehen wir rein gegen Darmstadt. 98. Ins nächste Ligaspiel. Spieltag Nummer 2 steht auf jeden Fall an. Und dann geht's rein. Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der 2. Bundesliga. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso und Ihnen zu Hause sicher auch. Die Gastgeber haben uns in Spiel 1 einiges gezeigt. Man hat einen Punkt auf dem Konto, das war erwartet worden. Und wir haben ja dieses tolle Remis noch in Erinnerung. Da war alles drin, das war ein echter Krimi. So werden die Gastgeber beginnen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Genau so ist es. Wir werden auf jeden Fall mit der gleichen Startelf wieder spielen. Wie im letzten Spiel. Was ist das? Auf geht's ins Match. Und jetzt geht's gegen Darmstadt 98. Wir wissen, das erste Mal im neuen Stadion. Das jetzt 24.000 Fans fasst. Wir werden jetzt Step by Step immer das Stadion ein bisschen ausbauen, jede Saison. Da trennt er ihn fair vom Ball. Also heute, Darmstadt, das ist ein Top-Gegner, obwohl sie das erste Spiel verloren haben. Ich weiß aber nicht, wo sie gegen wen sie gespielt haben. Na gut, wir haben Schnellart. Ich brauche jetzt momentan noch keine Startelf zu ändern. Hallo Schiedsrichter, das war faul. Schöner Pass. Oh, das weit, weit jemand draußen. Das darf nicht passieren. Glück hat. Puh. Angriff beendet. Im letzten Auswärtsspiel haben sie ein Unentschieden geholt. Eine Punktteilung gab es da. So, deswegen musste ich gerade wegwarten, weil der Stand am Abseits war.
Und vielleicht. Aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Nein. Kein Elfmeter, wollte ich sagen. Der Ballverlust jetzt. So, Peri uns gerade. Geh mal rein da. Und Abmarsch, Peters. Super durchgesetzt. Das Top-Talent aus den Niederlanden. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Jetzt der Eckball. Ja, schön da. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Sterner. An den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ah, der ist weit. Schwache Aktion, Ballverlust. Warte. Gut dazwischen gegangen jetzt. Die Mitspieler bieten sich an. Ja, das war. Die Idee war aber gut, aber die Umsetzung war halt scheiße. Und dann. Gott, dann ein bisschen provoziert. Aber Karic, pass auf. Gegen Peters. Das war dir nicht. Ballbesitz ist weg. Schön. Carvalho, Pedro Carvalho. Der Brasilianer. Das war in einer guten Situation. Der macht dazu, starke Aktion. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen gucken. Ein bisschen aufpassen jetzt. Lippert. Ist hier immer noch aber. Jetzt die Flanke. Das waren sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Es wird eine gelbe geben. Bei Düsseldorf gibt es einen Treffer. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Fortuna Düsseldorf. Der Torschütze heißt David Kownacki. Ein großartiger Abschluss. Eiskalt hat er den da reingemacht. Neuer Spielstand. Und jetzt, ja, komm mal auf Egloff. Vielleicht die große Chance. Nee, weit vorbei. Eigentlich es gibt noch Gelb. Gedacht, aber es fehlt einiges. Für Latteia. Ja, der hat gesagt, dass das Gegenteuer gegen Ingolstadt verursacht hat. 36. Minute. Ja, mit der Verletzung, okay. Wahrscheinlich ist aus der Situation raus, oder? Diesen kurzen Ausflug ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Tor für Fortuna Düsseldorf. Sie gehen 1:0 in Führung. Klasse, wie er dahin geht. Ja, die war gut. Die Umsetzung war Katastrophe. Der Angriff könnte was werden. Willem! Und ein Zug. Darmstadt. Der erste Treffer in diesem Spiel. Der eine Fehler da hinten drin. Nein, hast das Spiel schön im Griff. Vielleicht müssen wir doch nochmal in der Innenverteidigung nachrüsten. Ja, wer war's? Morgalla. Ja, okay. Morgalla mit dem 1 mit dem Fehler, mit dem Stellungsfehler und dann ist es das 1:0. Darmstadt ist ein Top-Team, also schwer böse wäre diese Niederlage nicht. Aber bitter, weil es halt wieder mal ein Fehler war hinten drin. So, was machen Sie draus? Lippert. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Ja, das ist die nächste große. Und dann ist Pause. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Naja, gut, ist halt jetzt passiert. Nicht änderbar. So, weiter geht's unverändert. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Darmstadt. Wird auf jetzt gegen Darmstadt. Sehr gutes Tackling. Ah, super gemacht. Das war wichtig. Und jetzt Noah. Noah. Ausgleich. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. 48. Minute. Das Ausgleichstor. Das erste Tor auch im neuen Stadion.
Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ah, schade. Steht richtig. Ich wollte schön vorne in die Spitze spielen, aber ich habe es nicht gekriegt. Warte. Der ist schnell, ne? Aber passt. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Es wäre sogar falsch, das für uns gewesen. Tottenham hat sich einen neuen Spieler geholt. War nicht so einfach. Sie waren. Aber jetzt hat es geklappt. Also mit ihm verstärkt. Ah, leider ein bisschen zu lang die Flanke. Gefährlich. Sie sind da, Ball wird geblockt. Er bringt den Ball nicht raus. Ich spiele gerade nur eine Truppe. Und das ist das. Und Marcel Schuh, wer hat das denn? Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Also du musst jetzt hier mit 2:1 in Führung gehen. Jetzt haben wir's. Und es ist verdient. Es ist hochverdient. Lauren Ulrich, Tor Nummer 2. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Da haben wir den ersten Spieltag schon. So, da wieder. 2:1, hier ist noch alles. Also Spielgerät gegen Darmstadt 98, die dann jetzt gerade einen Fehlstart hätten. Die hätten nämlich den 0 Punkte nach 2 Spielen. Und wir stehen mit 4 dabei. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Darmstadt wären tatsächlich. Und dann ist der Ball weg. Aktuell 2 Punkte in der Tabellenführung. Einfach nicht. Ah, schade, bisschen zu. Sie haben auch nichts, noch ist nichts vorbei hier. So, weg ist der Ball. Ja, schade. Was wird er hier geben? Ja, er gibt tatsächlich das Foul. Die kurze Variante jetzt. Oh, geiler. Einfach mal probieren. Ein gutes Stück übers Tor. Erstaunlich, dass sie hier nur knapp führen, aber sie schaffen es einfach nicht mehr aus ihren Chancen zu machen. Sie lassen viel zu viel liegen und das kann sich noch rächen. Ja, das ist gerade so ein bisschen. Wir haben halt die Chancen, aber es ist halt genau wie gegen Ingolstadt, man macht halt die Tore nicht. War geiler, super geklickt. Gute geworfen, passt da. Super Aktion. Und wieder mal geiler, der Welt, der das gut verteidigt da. Ah, gibt. Klasse, wie er ja. Ich hab nicht gehofft, dass er dann so rausgeht. Eckloff. Schöner Angriff, da haben sie mehrere. Eckloff. Die Flanke hinten auf den zweiten. Nee, der Ball ist erstmal weg. Er sagt nicht Elfmeter. Nein, nein. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. 10 Minuten noch. Reicht das hier für diesen ersten Saisonsieg? Es wäre ja der erste Sieg. Da kommt der Schuss. Horn. Da passt der Klasse auf. Warte mal. Gut, nur wollen wir das hier auswechseln. So. Okay, ich hab schon. Also wechsel schon durch. Okay. Wo hab ich den heftigen Wechsel gemacht? 1, 2, 3. 1, 2, 4. Na, ist egal. Wir haben euch natürlich alle. Warte mal. 2, 4, doch alles 5. Ja, ja, alles klar. Gut. Gleich wird hier ausgewechselt. Wir wechseln jetzt noch mal ein bisschen durch.
Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ball wird kurz gespielt. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Die letzten 5 Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vorne. Ja, wo ist halt den Ball. Wir haben es auf jeden Fall bisher. Aktuell. 87. Minute läuft. Peters. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Der jetzt eigentlich auf der rechten Seite macht. Super, leider nichts passiert. Flanke war zu früh, zu kurz. Ja, da müssen Sie aufpassen. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ja, und dann ist es Ferreira, der nicht den Sieg klar macht. Es ist egal, es ist das Ende. Der Sieg heute zeigt, wie gut sie aktuell sind. 4 Punkte auf dem Konto. Ich glaube, damit hätte vor der Spielzeit ja, keiner... Ja, also Aufsteiger mit 4 Punkten zu starten. So Darmstadt mit einem absoluten Fehlstand. 0 Punkte nach 0 noch zu spielen. Als Aufstiegskandidat gut, was er heute und angeboten hat. Real-Life-Tabellenführer, gerade der Fußball-Bundesliga. Ja, Toren, ist jetzt mit 0 Punkten. Hier, ganz am Tabellenende. Haben wir heute wieder erlebt und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus. Und das ist ein verdienter Sieg. Nach der Pause das Spiel aufgedreht, das Spiel gedreht. Ich bin Boran Ulrich. Passt also. Zum Heimsieg. So, Interview kurz. Und es ist ein verdienter Sieg, weil eine Freiburg auch mit 4 Punkten. Die haben das Spiel gegen Karlsruhe gewonnen. Jetzt haben sie den Düsseldorf gegen Punkt geholt, den Punkt gegen Düsseldorf geholt. Zunächst mal danke, dass ihr direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen seid. Wir bleiben uns jetzt weiter. So, was war das Ausergebnis? Wir waren klar das bessere Team. Punkt. So 3 Punkte sind 3 Punkte, aber das ist eh wurscht. Sieg ist Sieg. Was interessiert mich gegnerische Spiele? Hauptsache wir ziehen unser Ding durch. Danke für diese kurzen Aussagen. Gut. Dann haben wir's mit dem zweiten Spiel. Da ist bestimmt Andreas, der sagt das bestimmt. Rotation ist wie. Du bist reingewechselt worden, oder nicht? Meiner Meinung nach. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in die erste Pokalrunde gegen den KSC.